Diese Eltern erleben heute Morgen bange Stunden. Während draußen schwer bewaffnete Polizisten das Mundenheimer Schulzentrum sichern, harren ihre Kinder über Stunden drinnen in den Klassenzimmern aus. Der Verdacht, ein Amoklauf ist im Gang. Heute Morgen um 7.40 Uhr hat eine Frau in der Rhein-Gönnheimer Straße einen jungen Mann beobachtet, der dort entlang ging und in der Hand eine Pistole hielt. Der junge Mann ging in Richtung des Schulzentrums, woraufhin die Polizei dann die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet hat. Die Polizei löst Großalarm aus. Rund 200 Beamte durchsuchen die Carolinaburger Realschule und das benachbarte Heinrich-Böll-Gymnasium nach dem Jungen. Schüler verbarrikadieren sich in ihren Klassenzimmern. Ich habe halt von einer Mama mitbekommen, dass sein Sohn, ihren Sohn geschrieben hat, dass sie halt in den Zimmern drin sind, die Türen sind geschlossen, die Lehrer sind bei den Kindern, aber mehr wissen wir nicht. Vor Ort und über Twitter werden Eltern von der Polizei informiert. Doch dann Entwarnung, der Gesuchte befindet sich nicht in den Gebäuden. Die Gefahrenlage hat sich nicht bestätigt. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt eben mitgeteilt bekommen, dass sie gleich die Klassenzimmer verlassen können, aber nicht selbstständig. Sie werden von Polizeikräften begleitet aus den Klassenzimmern geholt und in die Sporthalle des Schulzentrums gebracht. Von dem Verdächtigen fehlt trotzdem nach wie vor jede Spur. Er soll eine blaue Jacke, eine dunkle Kapuze und schwarz-orangene Turnschuhe tragen. Außerdem habe er einen Rucksack mitgeführt. Die Polizei bittet um Mithilfe.